Nächste Partie. Gegen Nürnberg. Wir werden Trainer vom 1. FC Nürnberg. Nein, abbrechen wir. Loben das Rückspiel. Cardoso ist unglücklich. Oma Luis Cardoso von YouTube ist sichtlich frustriert, immer noch auf der Bank zu sitzen. Ich will einfach nur spielen, ich bekomme hier keine Chance, sagte er gestern auf einer Pressekonferenz. Ich habe den Verein und die Fans und es bricht mir das Herz, dass ich nicht spielen darf hinzu. Ich habe mit dem Trainer gesprochen und jetzt hängt alles davon ab. Von ihm ab. Ich weiß, dass es YouTube helfen kann. Ich brauche eine Chance. An der Pressekonferenz heute im Spiel gegen 1. FC Nürnberg erinnert Röhrer an den Sieg der Mannschaft YouTube beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Saison. Wir haben gekämpft und als Einheit gespielt und ihnen das Leben richtig schwer gemacht. Unser Sieg war absolut verdient. Ich bin mir sicher, dass wir diese Leistung wiederholen und dennoch gegen 1. FC Nürnberg gewinnen können. Ja, das können wir bestimmt. Aber jetzt spielen wir mit einer anderen Mannschaft. Ich spiele mit einem klassischen Trikot, was aussieht wie Kirschmatten. So, ins Tor kommt Heinrich. Weil der auch mal wieder darf. Milo und ich muss aber auch raus. Rechts spielt dann Flash und zentral spielt der Matthew und der Brute, nein, Psycho Andreas. So, und hier will der Cardoso spielen und der Hector beschwätzt sich auch immer. So, passt. Die haben gegen Bayern verloren mit 2-0, wie peinlich. Duf. So, Partie gegen Nürnberg. Und wieder mal ein Ligaspiel, heute für Sie im Stadion. Frank Buschmann und Anni Breukmann. Live hier auf Sky. Sky Sport, Sky Sport HD. Immer noch möglich, sich für den Champions Cup zu qualifizieren, aber nur mit 3 Zählern in diesem Spiel. Jetzt könnte es gefährlich werden. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Und hey, anscheinend hat es sich rumgesprochen, dass man uns mit hohen Bällen angreifen soll. Ja, und im Defensivverhalten. Ja, und dann spielen wir halt mit Hacke gegen euch. Ihr Pisser. Was war das denn? Matthew, ich hoffe, du schämst dich. Mike Franz. Ich habe nämlich Schuss gedrückt und nicht Flanke. Balic. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball. Ach, nur Balic. Simmons. Balic. Timothy Simmons. Er wackelt leicht, aber er bleibt einfach oben. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das war nur ein kurzer. Ja, so ein leichter Schlag gegen Hector. Nein, Leute. Wer auch immer euch das gezeigt hat mit den hohen Bällen, der muss Inter Mailand geheißen haben. Aber die haben dann auch die Spieler für sowas. Mike Franz. Ein wunderschönes Zuspiel. Der will. Gehalten zunächst. Cardoso hat ja angeblich einen guten Distanzschuss. Findet er die Lücke in der Mitte? Aus dem Grund probiere ich es dann noch einfach mal mit Distanzschüssen. Die Kugel bereits wieder erobert. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Sicher in der Ballbehandlung. Und der Angriff wurde gestoppt. Und mir sollte eigentlich recht sein. Wenn es klappt. Sehr schöner Pass. Matthew. Da freut sich der Trainer. Und jetzt. Ja. So sieht ein Pass aus. Jetzt greift er ihn an. Hinter rein.
Ne, nimmst du. Er verzieht. Meine Güte, war der Trainer auf der heutigen Pressekonferenz optimistisch. Seine Mannschaft hat das letzte Aufeinandertreffen für sich entscheiden können. Und deswegen ist der Mann sich sicher, dass sie auch dieses Mal gewinnen werden. Achtung, er macht Tore in Serie. Tut er gar nicht. Eigentlich müsst ihr euch gar keine Angst machen, das ist Cardoza, der trifft einmal alle 10 Spiele. Oh je, das können wir von hier oben ganz deutlich erkennen, das war's für ihn. Nee, nee, das sieht überhaupt nicht gut aus. Feierabend. Wer hat sich verletzt? Cardoza? Nee. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft, sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Asi Alex aktiviert, spielt weiter, wo anscheinend irgendwer sich verletzt. Ja, der Thomas Peckhardt. Berlin ist vorbei. Schade. Alexander Esswein kommt rein. Gute Besserung von hier aus an Peckhardt. Aber das ist Fußball und kein Wandertag, insofern. Verletzungen gehören immer dazu. Klar, niemand will sich gern verletzen. Ja, da stand noch Verteidiger zwischen. Hanno Balic. Alexander Esswein. Gerade eben reingekommen. Mega schneller Spieler. Nichts im Vergleich zum Flash, aber. Trotzdem sehr schnell. Es war ein cute Tag. Hey, das war ein guter Versuch, aber dann haben sie Scheiße gebaut. So, und jetzt ist hier der Flash. Ja. Exakt, also den trifft er natürlich überhaupt nicht richtig, schon angesprochen von dir, Manni. Körperposition völlig falsch. Wunderbar, wie er da alle aussteigen lässt. Fast alle, denn dann kommt der Keeper, macht das gut und dadurch kein Tor. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler genau. Einen ganz souveränen Eindruck. Das sieht gut aus. Ein Versuch der Baller. Boom. Jetzt kommen sie dann zu fünft, nehmen eine Zange. Weil sie genau wissen, wie gefährlich dieser Andreas sein kann. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Und da kommt der Gegner an den Ball. Seitdem ich auf Profi gewechselt habe, sind wie alle Gegner also mega schwer geworden. Fall Profi habe ich hier noch so abgezogen. Das ist ja so lustig. Also FIFA hat da teilweise so. Ich nehme so ein enormes Schwierigkeitsgradsproblem. Auf Anfänger ist die Gegner so weg, dass am Ende teilweise nicht mal mehr die Ergebnisse sie eingucken kann. So hoch sind die. Fallprofi aus ja auch mega weg. Und auf Profi geht es dann plötzlich sowas hier. Ja, 0-0, 0-1, 0-2. Mal kriegst du 5-0 auf die Schnauze. Und jetzt starten sie einen Konter. Abseits. Werden sie aber mit Glück kiloweise zugeschüttet. Der Stand vollkommen frei. Und Gott sei Dank im Abseits. Und wieder so eine knappe Abseitsentscheidung. Muss man nochmal genauer hinschauen? Ach, kaum zu entscheiden. Quark, der war voll im Abseits. Habt ihr sogar ich gesehen. Das war schließlich mein Spieler. Simmons. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Wenn alle Angriffe so kurz sind, dann bringst du davon 90 pro Spiel unter. Nachteil, der Gegner ist schon wieder am Ball. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Da müssen so viele Gegner ankommen, um den Hector zu stoppen. Tja, ins Aus. Ja, entscheidet auf Einwurf. Vollner und Cohen kommen rein. Und das macht er richtig gut. Und die Situation ist bereinigt. Chance zum Konter. Was macht und Cardoza. Ja, tolle Chance. Jetzt ist er und weiter. Bang.
er jubelt. Aber das war eher hässlich. Und auch bloß wieder Cardosas Unfähigkeit im Spiel. Warum seid ihr da mit der Hand hingegangen? Die alle mit den Händen hochgehen. Knappe Entscheidung. Und man will ja auch hier nicht auf offensiver gehen, um mehr Tore zu schießen, weil man sich demnach auch mehr Tore fängt. Ja, da kommt was auf uns zu. Battle Rap ist ruhig. Na, Javi Pinola zu Markus Vollner. Ja, diese Mega Lags, die ignorieren wir dann einfach mal. So kann es weitergehen. Ja, das könnte was werden. Seht ihr, das war ein schöner Pass. Dann macht man auch mal so ein 2-0, ne? Die Wiese ist gewählt, die Messe ist gelesen. Also nach so einem wunderschönen Pass auf den Flügel und dann einfach mal in die Mitte und dann ist er 2-0 gefallen. Wenn man da nochmal hinschaut, den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. Das ist die Möglichkeit. So. Jetzt ein Konter. Und der kommt genau an. Die Abwehr steht goldrichtig. Javi Pinola. Hector. Stark gemacht. Die Situation wurde geklärt. Aber Cardosa beweist, dass er ein Otto ist. Ich mache einen kurzen Cut, Leute. So, weiter geht es. Vollner. Mit Vollner. Ein wunderschönes Zuspiel. Nein. Nein. Kein 2-2-1. Stattdessen würde ich lieber den Zuschauern noch ein Tor schenken. Das 3-0 hinterherlegen. Sicher in der Ballbehandlung. Jawohl, abgefahren. Aber wenn Cardosa nicht passen kann. Gut abgefangen hat er da den Ball. Ich glaube fast, ich habe jetzt demnächst, wo wir zum Ende der Liga kommen, entwickle ich langsam nur noch ein Bundesliga- und ein Pokalteam. So. Ein herrlicher Pass. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Aber hier, hier den Aussatz. Nein, oh, wunderschön, richtig geiles Ding. Wunderbar, ja. Der Verteidiger will klären, René denkt sich, nein, springt dann einfach mal rein. Über den Torwart drüber. Das war geil. Das war irgendwie Bug des Gegners. Ein sehr schöner Pass. Super Flanke. Ja, schade. Unfassbar. Es geht doch. Es geht doch. Und da treibt er seine Vorderleute an. Na, ich glaube, dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät. Da wird der Trainer zufrieden sein. Ja, ich glaube, dafür ist es jetzt ein klitzekleines bisschen zu spät. Simmons. Hoppala. Oh, da freut sich das Auge. Was für ein Pass. Das wird gefährlich. Der bleibt stehen. Der will nicht zu Boden gehen. Schuss und geklärt. So Geld verdienen aus. Der hat ja kaum was zu tun gehabt heute. Ja, das ist langweilig für den Torhüter bisher. An dieser Stelle mal ein Kompliment für den Keeper. Der bleibt nämlich ruhig, lässt sich überhaupt nicht verunsichern und gewinnt das Duell. Ja, ihr widersprecht euch gerade. Aber ist ja nichts Neues. 3-0 gewonnen. Ergebnis, eine klare Sprache. 3-0.
Da muss der Verlierer eine lange Fehleranalyse machen. Davis und Andreas waren die besten Spieler. Aber man muss noch ein paar Takte dazu sagen, glaube ich. YouTube war einfach zu stark gegen Nürnberg. So Leute, bis zum nächsten Spiel, wenn es heißt, ziehen wir ins Finale ein? Oder werden wir doch nur im Halbfinale scheitern? Dom. Bis dann und ciao, es wird spannend, Leute, also schaltet bitte ein.